Was war denn gestern Abend bitte noch los? Es kamen immer wieder neue Bilder aus Moskau von der misslungenen Landung eines brennenden russischen Superjets. Und das, was man da auf diesen Bildern sehen konnte, das ließ einen schnell erkennen, dass es hierbei um Leben und Tod geht. Ein Flugzeug, das so brennt, das gab es schon lange nicht mehr. Und das ist eine absolute Horrorvorstellung für jeden Passagier und jedes Besatzungsmitglied. Gestern Abend hätte man gar kein halbwegs aktuelles Video zu diesem Thema machen können, denn die Anzahl der Todesopfer stieg im Laufe des Abends immer weiter auf einen mittlerweile wirklich erschreckenden Wert an. Heute sind einige Dinge bereits sicher, deswegen in diesem Video jetzt mal einen kurzen kleinen Überblick über alle wichtigen Informationen, die man zum gestrigen Flug schon hat. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Über aktuelle Unfälle spreche ich immer sehr ungern. Gestern Abend konnte man wohl auch ganz gut beobachten, warum man da immer recht vorsichtig vorgehen muss. Denn das Internet war innerhalb kürzester Zeit voll mit Bildern und verschiedensten Informationen zu der Bruchlandung des russischen Superjets in Moskau. Das bedeutet natürlich auch, dass das, was ich euch jetzt erzähle, für euch sicherlich nichts Neues ist. Das habt ihr gestern Abend sicherlich alle schon mitbekommen. Aber ab 17:30 Uhr startete dann so ein dynamischer Prozess. Es gab immer wieder neue Informationen und man erkannte recht schnell, dass die ersten Zahlen, die zu diesem Unglück veröffentlicht wurden, dass die noch nicht annähernd gezeigt haben, was da wirklich passiert ist. Mittlerweile weiß man aber sicher, da sind gestern 41 Menschen an Bord eines brennenden Superjets der Aeroflot in Moskau gestorben. Die Maschine war ab ca. 17 Uhr unserer Zeit, also ab ca. 18 Uhr Ortszeit, auf dem Weg von Moskau-Scheremetjewo nach Murmansk. An Bord des Flugzeuges befanden sich 73 Passagiere und 5 Crewmitglieder, also insgesamt 78 Menschen. Das Flugzeug stieg gestern kurz nach dem Start allerdings nur auf eine Höhe von etwa 10.000 Fuß. Dann meldeten die Piloten mit Hilfe ihres Transponders vorne im Cockpit einen Ausfall der Funkkommunikation. Wenig später, dann wiederum mit der Hilfe des Transponders, eine Luftnotlage. Eventuell erinnert ihr euch noch an die international geltenden Transpondercodes, mit denen eine solche Situation unmissverständlich dem Lotsen mitgeteilt werden kann, ohne dass man mit ihm sprechen muss. 7600 ist dabei die Nummer, die eingegeben wird, um den Ausfall der Funkkommunikation zu melden. 7700 ist der Transpondercode, der eingegeben wird für einen Notfall. Damit weiß der zuständige Lotse sofort über die abnormale Situation Bescheid und hält dem Flugzeug dann dementsprechend nach seinen Möglichkeiten für alle Eventualitäten den Weg frei. Die Absicht der Besatzung war jetzt gestern aber dann sehr schnell sehr klar und auch sehr nachvollziehbar, denn die Maschine drehte um und flog wieder zurück in Richtung Moskau. Der Superjet setzte dann wenig später, nicht einmal 15 Minuten nach dem Abheben, vom Flughafen Moskau-Scheremetjewo wieder auf demselben Flughafen zur Landung an. Allerdings wurde der erste Anflug in etwa 2400 Fuß abgebrochen. Das Flugzeug drehte nochmal eine Schleife und setzte sich dann wieder zurück auf die verlängerte Centerline der Runway 24 links. Der zweite Versuch endete dann in einer Bruchlandung, wobei das Flugzeug in Flammen aufging. Bis dahin erst einmal, die Frage ist jetzt, was passierte in den knapp 30 Minuten Flugzeit davor? Verschiedene Internetseiten berichten jetzt bereits von einem Blitzschlag, den es kurz nach dem Abheben des Superjets gegeben haben soll. Das wissen wir leider nicht genau. Was wir wissen, ist, dass die Piloten während des Fluges den Kontakt zum Lotsen verloren haben und sich die Situation daraufhin weiter verschlimmerte. Was an der Stelle eventuell ganz interessant ist, der russische Superjet, das ist ein Flugzeug, das eine brutale Reihe an Kinderkrankheiten hinter sich hat. Die Maschine wurde das erste Mal ausgeliefert im Jahr 2011 und konnte von da an erst einmal nur knapp 3/4 der ursprünglich geplanten Flugstunden bei den Fluggesellschaften bedienen. Das dann meistens aufgrund kleinerer, mehr oder weniger sicherheitsrelevanter Probleme. Mittlerweile sind diese Probleme allerdings behoben, die Maschine wurde über 130 Mal gebaut und ausgeliefert. Allerdings gilt der Superjet noch immer als sehr unzuverlässiges und auch nicht wirklich leistungsfähiges Flugzeug. Die Fluggesellschaft CityJet beispielsweise hat all ihre maximal 3 Jahre alten Superjets mittlerweile schon wieder alle aus der Flotte rausgenommen. Dazu noch eine Information, die interessant sein dürfte in Verbindung mit einem möglichen Blitzschlag. Das Flugzeug verfügt über eine Fly-by-Wire-Steuerung. Kennt ihr eventuell vom Airbus oder auch von anderen Maschinen, da gibt es das mittlerweile auch. Bedeutet erst einmal nichts anderes, als dass die Steuerflächen des Flugzeuges nicht konventionell über Steuerseile mit einer Steuersäule im Cockpit verbunden sind, sondern die Maschine verfügt über einen Sidestick, ähnlich wie man das auch aus einem Airbus kennt. Mit anderen Worten, die russische Maschine ist zur normalen Steuerung des Flugzeuges auf jeden Fall auf eine funktionierende Elektronik angewiesen. Nur kurz zur Erklärung, da gibt es dann beim Superjet eine ähnliche Herangehensweise wie auch beim Airbus, zum Beispiel beim A320. Es gibt verschiedene Flight Control Laws und je nachdem, was gerade am Flugzeug kaputt ist, gibt es dann verschiedene Rückfallstufen. Beim A320 sieht das dann beispielsweise so aus, dass beim Verlust aller möglichen Stromquellen, so zum Beispiel auch der Ram Air Turbine oder auch der Batterie, da enden diese ganzen
ganzen Rückfallstufen dann irgendwann mit einem sogenannten Mechanical Backup. Da lässt sich das Flugzeug noch mehr oder weniger konventionell tatsächlich über mechanische Verbindung vom Cockpit bis zu den Steuerflächen mit Hilfe des sogenannten Horizontal Stabilizers und mit Hilfe des Ruders steuern. Denn da gibt es eben noch diese mechanischen und konventionellen Verbindungen, auch in einem Fly-by-Wire-Flugzeug wie dem A320. Jetzt zum Superjet, der hat so ein Mechanical Backup nicht. Dort gibt es diese mechanischen Verbindungen nicht mehr. Das Flugzeug kann zwar ebenfalls auf verschiedenen Rückfallstufen noch mehr oder weniger normal fliegen, zum Beispiel eben mit der Ram Air Turbine als Stromquelle oder auch auf den Batterien. Allerdings, wenn dann über 70% aller Steuerungscomputer ausfallen, beziehungsweise der Flieger komplett stromlos ist, dann kann man dieses Flugzeug nicht mehr steuern. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, was da genau gestern los war. Das also nur noch mal so als zusätzliche Informationen, um sie im Hinterkopf zu behalten. Das steht nämlich irgendwie nirgendwo, ist aber vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Aber zurück zum eigentlichen Vorfall. Da gibt es jetzt einige Videos, die uns zumindest vermuten lassen, was da gestern Abend passiert ist. Die Maschine setzt mehrfach auf der Landebahn auf. Das dritte Aufsetzen ist dann so hart, dass das Hauptfahrwerk des Flugzeuges wegbricht und ein Tank der Maschine platzt, woraufhin das komplette Heck des Flugzeuges in Flammen aufgeht. Die Maschine wurde dann nach Stillstand auf der Bahn evakuiert über die vorderen Türen. Die beiden Piloten verließen das Flugzeug über ihre Cockpitfenster mit Hilfe der Notseile und an Bord der Maschine starben im Feuer dann 40 Passagiere und ein Crewmitglied. 37 Menschen haben diesen Flug gestern überlebt, 11 davon sind verletzt und so viel an ersten Informationen zu diesem tragischen Unglück gestern Abend. Man wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen schon einige wichtige zusätzliche Informationen dazu bekommen. Den Flugdatenschreiber und den Cockpit Voice Recorder, den Stimmrekorder, konnte man mittlerweile bergen. Und die Dinger werden mittlerweile ausgelesen und analysiert. Also, so viel erstmal dazu. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann beobachten wir das Ganze natürlich weiter. Es gibt dann, wenn es zusätzliche Informationen gibt, natürlich wieder ein Video, wo wir gerne auch mal ein bisschen genauer auf die Steuerungsmöglichkeiten eines solchen Flugzeuges eingehen können. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen und tschüss.